Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Parabels Rapunzels Gesang. Und wir gehen auch gleich voll in die Action rein. Wir haben die Armbrust letztens zusammengeschustert mit einem magischen Pfeil und jetzt erschießen wir mal den Golem. Weg war er. So einfach. Ein Monster weniger. Er hat uns nämlich den Weg hier hinein versperrt. Mit diesem hoffentlich kommen wir damit jetzt nämlich in den Turm zurück, da wir dort nämlich die nächsten Aufgaben haben. Geronimo! Und da wären wir wieder im Turm. Entschuldigt. Hab mich gerade verschluckt. Also kurz bevor ich aufgenommen habe, habe ich was noch was getrunken. Floras Ring suchen wir jetzt. Weil ich wollte nicht jetzt während der Aufnahme gleich am Anfang trinken. Aber ich, Schusselchen, habe mich natürlich sofort an meinem Energy Drink verschluckt. Super, ne? Das ist das Zeichen dafür, dass ich weniger trinken sollte. Achso, das. Ein kleines Blümchen, das da. Und eine Art Seil. Eine Art Seil. Ach, ich habe gerade überlegt, woher ich den Begriff Art kenne. Aber ja, ich habe ja vor kurzem erst ein Witcher-Let's Play gesehen. Antike Goldmünze und Floras Ring. Gut, soweit das haben wir. Ja, das hatten wir auch schon. Haben wir hier noch was? Befindet sich da jemand im Sarg? Was ist das da drauf? Nein. Mist, ich kann nicht gucken, was da drauf steht. Der Fährmann der See verlangt eine Bezahlung. Leute, das ist unheimlich. Also ich fand das gerade doch ein wenig unheimlich. So, die Sirenenperle mussten wir dort einsetzen. Auf diese drei Säulen gehören wichtige Artefakte. So viel steht fest. Diese drei Säulen? Ach, die drei Säulen hier. Oh, ist das hübsch hier. Die zwei Meerjungfrauen rufen einander zu. Das Juwel der Besonnenheit versiegelt die göttlichen Kräfte eines Hüters. Mit dem Juwel könnte ich Belladonna und ihr todbringende Kräfte für immer versiegeln. Das Schwert der Macht durchtrennt Halm und Baum und verhindert ihre Wiederkehr bis in alle Ewigkeit. Mit dem Schwert kann ich die Monsterblume ein für alle Mal loswerden. Und der Spiegel der Umkehr, ein Spiegel, der die Kräfte des Hüters stärkt und den Gegner schwächt. Mit diesem Spiegel könnte ich Rapunzel aus den Klauen Belladonnas befreien. Floras Ring wird... So, entschuldigt, wir lesen die Parabel später. Jetzt muss ich kurz gucken. Drei Artefakte war's. Ein Moment, ich wollte das erst lesen. Floras Ring wird nur ein Artefakt offenbaren. Trifft deine Wahl. Was? Ja, okay, gut, später. Was? Okay, die Parabel erst. Vor langer Zeit gab es einmal zwei verfeindete Sippen, die in einem Land lebten. Den Weisungen der Göttin Flora folgend, ging es der einen gut, während der junge Häuptling der anderen Sippe das baldige Ende seiner Leute befürchtete. Er flehte die Göttin an und bestand viele Proben. Von seiner Aufrichtigkeit und seinem Mut beeindruckt, schenkte die Göttin dem Mann drei Artefakte, ein Schwert, einen Spiegel und ein Juwel. Sie wies ihn an, diese Artefakte zu nutzen, um das Schicksal seiner Sippe umzukehren. Doch sie warnte ihn, dass ein solcher Eingriff in das Schicksal auch schlimme Folgen haben könnte. Nach einer langen, ermüdenden Schlacht konnte der junge Häuptling endlich den Sieg davontragen. Zu seinem Entsetzen musste er jedoch erkennen, dass seine gesamte Familie und viele seiner Sippe umgekommen waren. Nun verstand er die Warnung der Göttin. Sein Schicksal hatte sich gewendet, doch der Preis war zu hoch gewesen. Gebrochenen Herzens ließ er sich zum König beider Sippen krönen, um sie so zu vereinen. Zeit seines Lebens war er ein weiser und gütiger Herrscher. Die Artefakte der Göttin versiegelte er in einem geheimen Raum und trug seinen Erben auf, diese nach seinem Tode zu hüten. Dies ist die Geschichte des ersten Königs von Floralia. Ja, hatten wir jetzt alle Parabeln eigentlich damit zusammen? Das hat mal, das bin ich mir sicher, dass ich das vorgelesen habe.
Das auch, das fand ich sehr traurig. Genau, habe ich alles vorgelesen. So, wir gehen jetzt erstmal kurz den Sarg befreien. Also, den Personen im Sarg. Ich würde auf Gerda tippen. Sag ich doch. Gerda, ist dir auch nichts passiert? I knew you'd find me, Detective. So wie du geklopft hast. That monstrous flower is starting to bloom. You must destroy it before it's too late. Take this. I found it before I was trapped inside. It may be useful to you. Was ist das? Dämonischer Griff, Flora. Oh Gott. Also wie ich das gerade richtig verstanden habe, müssen wir uns für eins dieser Artefakte entscheiden. Gucken mal. Natürlich noch ein Wimmelbild. Ein Rätsel. Nutze die Pfeiltasten und ordne die Symbole den richtigen Hintergrund zu. Feuer, Eis. Ah, wenn sie richtig sind, alles klar. Moment. Die Masken. Okay. Gibt es irgendwie einen Hinweis? Farblich vielleicht? Okay, Bäume. Guck mal, was passiert. Genau, die Bäume. So, gucken wir mal. So. Muss ich das noch irgendwie... So, genau. Also es ist egal, wo man sie einsortiert. Hauptsache, es sind die gleichen Farben drauf. Dies müssen die drei göttlichen Artefakte sein. Aber warum lässt sich das Schwert nicht verwenden? Weil in dem Schwert noch etwas fehlt. Am Griff des Schwertes scheint ein besonderes Juwel zu fehlen. Das göttliche Juwel nämlich, bestimmt. Spiegel der Umkehr. Ich kann nur eins von ihnen nehmen. Am liebsten würde ich das nehmen, weil dann würde ich die Kräfte von Belladonna ja versiegeln und dann könnte sie ein ganz normales Leben führen. Und damit kann ich die Pflanze töten und verhindern, dass sie wiederkehrt. Und aber wie mache ich das? Hä? Mit dem Spiegel der Umkehr könnte ich Rapunzel helfen. Ach so, ja, gut, kann man tauschen, die Objekte. Huch! Die Barriere würde mir einen tödlichen Stromschlag verpassen. Na gut, lösen wir das Rätsel noch. Schiebe alle Symbole an die richtige Stelle. Ach so, gut, Moment, grün. Grün. Das muss ich mal überlegen. Moment. Das Herz muss darüber. So. Jetzt muss ich gucken. Jetzt muss das Grüne darüber. Das Blaue muss dahin. Das Teil darüber und das muss dann vermutlich dort drunter. Das kann sogar gleich ganz hoch. Gut. Das. Ach so. Oh, Moment. Zack. Zack. Dann schiebe ich nämlich das nach oben.
Genau. Oh Gott, ich hasse so eine Rätsel. Und damit ist der Teufel an seiner Platz. Und die Barriere ist beseitigt. So. Das scheint nicht richtig zu sein. It's too late. All you can do is watch as I destroy the world. But don't worry, we'll be saving you for last. Detective, now's your chance. We must end this now. You, the Fire Prince. How dare you! I won't let you take Rapunzel away from me! I can speak! I can move again! I'm free! What's happening? I feel so weak. Rapunzel, help me! No! It hurts too much. You can't come any closer! Why is everyone always against me? What did I do that was so wrong? I just want to be with Rapunzel! Oops. Without Belladonna, the night bloom will never grow again. The world is safe now. Thank you, Detective. Rapunzel is free, but it came at a high cost. She needs time now. Don't worry. I'll take care of her. My poor sister. I wish I could have saved you. Oh, nein. Please forgive me. Ich glaube, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Nicht so toll. Hatte dieses Spiel jetzt etwa mehrere Möglichkeiten für ein Ende? Was ist, wenn ich jetzt den Stein genommen hätte denn und Belladonna damit die Kräfte genommen hätte? Was wäre denn dann passiert? Oder wenn ich das Schwert genommen hätte und die Pflanze niedergehäckselt? Dann... Oh, ich hätte den Kristall nehmen sollen. Ich hätte meine allererste Wahl nehmen sollen. Das ist doch jetzt ärgerlich. Oh. Na gut, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ist ja jetzt die letzte Folge, seltsamerweise. Ich bin ganz schön schnell durch gewesen. Ich werde mal gucken, ob es die Möglichkeit besteht, dass ich dort relativ hinten ansetzen kann, eventuell nochmal, dass ich vielleicht meine Entscheidung umändern darf. Ich würde mich sehr freuen. Ja, es ist ja schön, dass Rapunzel und der Feuerprinz sich gefunden haben und trotzdem ist es... Arme Belladonna. Eigentlich tut sie mir voll leid. Oh. Ihr ging's doch alles bloß so schlecht wegen. Oh, guckt mal, es gäbe auch noch andere Enden. Oh, was ist denn das für ein Mist? Haben wir gerade ganz deutlich gesehen. Es gibt auch andere Enden. Oh, ärgerlich. Na gut. Erstmal zum Spiel. Also, ich habe ja schon oft gesagt, dass ich die Bilder, / Grafik, echt klasse finde, das ganze Design, alles. Es ist wirklich toll gemacht. Danke fürs Spielen. Ja, wir sehen uns bestimmt gleich wieder. Dark Power Abels. Fortsetzung folgt. Also, ihr Lieben, ich werde dann jetzt hier diese Folge beenden und vielleicht wird es noch eine Folge geben mit den zwei anderen Enden. Das muss ich aber dann erstmal gucken, ob ich das im Spiel dann irgendwie machen kann. Hä? Okay. Gut. Na gut, meine Lieben, dann sage ich hier erstmal Tschüss und eventuell sehen wir uns in einem neuen Projekt oder auch in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich muss erstmal gucken. Und damit sage ich...